zur Demokratie gehört, dass auch Antidemokraten und Kräfte, die die Demokratie zerstören wollen, demokratisch gewählt werden. Und dann, ich mache das immer bei jeder Wahl wie folgt. Ich schaue mir an, was sind das für Personen, und ich kann nur sagen, für mich kommt nicht in Frage, einen Rassisten zu wählen oder jemand, der in der Nähe sozusagen zum völkischen Faschismus steht. Und deswegen ist das ist dann wiederum meine freie Entscheidung. Ich muss Sie antworten können. Das ist dann wiederum meine demokratische Entscheidung zu sagen, ich möchte diese Richtung nicht unterstützen. Und ich will hier, wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, darüber reden, auch über eine Sache Transparenz herstellen. Die AfD tritt ja gerne so auf, als ob sie eine Anti-Establishment-Partei ist. So und so total anders gegen die da oben ist. Kann ich mal sagen, die kriegen Spenden von Immobilienhaien und das Erste, was sie danach machen, ist eine Klage gegen Mietendeckel einzureichen. Also eine direkte Politik gegen Mieterinnen von Mieter zu machen. Und ich kann Ihnen sagen, wie die AfD-Abgeordneten im Sozialausschuss über Hartz-IV-Betroffene reden, weil die immer den Eindruck erwecken, sind die deutschen Arbeitslosen so am Herzen liegen. Zu dem Hartz-IV-Urteil in Karlsruhe hat die AfD gesagt, ja, das ist ja jetzt blöd, jetzt ist uns die Peitsche gegenüber Hartz-IV-Betroffenen genommen worden. Das ist ja ihr Menschenbild von Arbeitslosen. Wenn die über Arbeitslosen reden, denken die, die brauchen eine Peitsche. Und deswegen kann ich nur sagen, ich werde niemals einen AfDler wählen.